ich bin Mediziner und da ist man gewohnt oder man möchte eigentlich für die Menschen etwas tun und forschen. Das ist Aufgabe der Mediziner. Im konkreten Fall erforschen wir ein Risiko, das in Verbindung mit einer neuen technologischen Entwicklung einfach auf die Menschen zukommt. Und damit war es naheliegend, dass man sich ganz konkret um das kümmert. Und wenn man was findet, hat man die Genugtuung als Wissenschaftler, man hat was gefunden, was die Menschen direkt betrifft. Also sollen die Menschen das auch direkt erfahren. Und ein Kinofilm ist eine gute Möglichkeit dazu. Ich habe die Rolle übernommen, ganz einfach deswegen, weil ich als Mediziner gewohnt bin, dass meine Forschung direkt den Menschen hilft und auch dort ankommt. Normalerweise ist es so, dass ein wissenschaftlicher Befund durch ein Fachjournal geht, dann durch die Lehrbücher geht und durch die diversen Unterrichtsmaßnahmen geht. Das heißt, alles, was wir finden, ist einmal irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn es gut geht, in den Lehrbüchern. Dieses Thema erfordert, dass man etwas schneller arbeitet und damit bietet es sich an, über andere Kanäle das Wissen, das wir erarbeitet haben, zu vermitteln. Meine Erfahrung ist die, wenn man etwas beforscht, das bereits im Handel ist oder von den Konsumenten gekauft wird, dann hat man die Möglichkeit, nur Gutes zu finden oder wenn man etwas Kritisches findet oder Bedenkliches findet, hat man natürlich die Industrie, die das produziert, als natürlichen Gegner. Das ist nicht weiter schlimm. Im konkreten Fall allerdings hat sich schon gezeigt, dass man mit sehr massiven Gegenmaßnahmen gegen Wissenschaftler vorgeht. Man weiß, dass Galileo Galilei mit dem Scheiterhaufen bedroht wurde, als er behauptet hat, die Erde wäre rund. Und wir behaupten halt, dass es mit den Handys nicht ganz so spaßig ist, wie man in der Werbung den Leuten erzählen möchte oder vermittelt. Und damit funktionieren die gleichen Prinzipien wie bereits im Mittelalter. In meinem persönlichen Umfeld gibt es die verschiedensten Reaktionen. Die paranoiden Charaktere fragen, ob ich nicht Angst habe vor irgendwas. Nein, ich habe sicher keine Angst. Wir berichten einfach sehr trocken und lapidar, was wir gefunden haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die einem gratulieren zu dem Mut. Angeblich braucht es Mut, um so aufzutreten. Ist vielleicht auch erklärbar, wenn man gesehen hat oder mitbekommen hat, wie gewisse Charaktere halt marginalisiert werden. Das Thema, das man mit dem Film transportieren kann, ist, wir wollen keine Spaßverderber sein. Jeder soll sein Handy benutzen, aber er soll ein Risiko, das damit behaftet ist, möglichst gering halten, damit er nicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Rechnung dafür bekommt. Wenn an dem Risiko, das im Raum steht, etwas dran ist, sind es die großen Versicherungsunternehmen und die Arbeitsunfähigkeitsversicherungen, die bezahlen müssen. Die nehmen das aber durchaus ernst und wollen mit der Forschung einen Blick in die Zukunft riskieren, während die andere Seite natürlich keine Spaßverderber will, die ihnen ihr Lieblingsprodukt, auf Wienerisch sagt man, madig macht, also schlecht macht. Weil aber die Versicherung eine ähnlich große Lobby ist wie die andere Seite, passiert es, dass in Wien, wo man das Problem erkannt hat, diese Versicherungen tatsächlich in die Risikoforschung eingestiegen sind. Und das ist der Grund, warum in Österreich diese Forschung mit sogenannten Drittmitteln, also Geldern, die von Versicherungen kommen, noch weiter gelaufen ist, während sie im Rest von Europa merklich abgenommen hat. Der Wiener Forschungsskandal, das war eine Reaktion von einem, ich nenne es Lobbyisten aus Deutschland,
der hat Beschuldigungen losgelassen. Da hat man einen zuerst akademischen und dann eigentlich einen sehr profunden Streit lanciert, um gewisse Forschungsergebnisse einfach schlecht zu machen und wegzumachen. 7 Jahre später kann ich ruhigen Gewissens sagen, der Mann wurde verurteilt. Das ist üble Verleumdung. Es ist an den Vorwürfen nichts dran geblieben. Und alle, die noch immer im Hinterkopf behalten haben, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, denen kann man heute sagen, es ist alles in Ordnung. Wir verfolgen diese Daten weiter. Wir haben jetzt gerade das Nachfolgeprojekt abgeschlossen, konnten also die Befunde vom ersten großen Projekt bestätigen und vertiefen. Es ist nicht nur so, dass in einigen Zellen die sensitiv reagierende DNA bricht. Wir wissen heute auch, warum sie bricht. Wir können den zellulären Mechanismus, der dahinter steht, beschreiben. Das ist wissenschaftlich betrachtet ein wichtiger Befund, um den Sachverhalt plausibel darzustellen. Der Film, glaube ich, kommt zur rechten Zeit. Wir wollen keine Spaßverderben sein. Auch Wissenschaftler benutzen Handys. Und Handys sind gefährlich oder ungefährlich, je nachdem, wie man sie verwendet. Bedenkt man sehr einfache Vorsorgemaßnahmen, sind sie völlig ungefährlich. Dann kann ich sie nutzen, ohne mir Gedanken zu machen, ob es langfristige Folgen gibt. Man muss es weghalten vom Kopf. Man soll sich ein Kabel kaufen, man soll die Freisprechanlage aktivieren, man soll im Zweifelsfall das Festnetz benutzen und man soll es hin und wieder abschalten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.